Ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge Nero. Ja, wir haben einen Kompagnon. Ob es unser Vater ist, ich weiß es nicht. Es ist nicht wirklich bestätigt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe herausgefunden, wie wir auch unseren Begleiter steuern können. Und sagen können, wo er hin soll, weil dein Partner folgt dir und kann dir helfen, bestimmte Rätsel zu lösen. Ja, genau das habe ich mich nämlich in der letzten Folge schon gefragt, weil ich konnte nur irgendwie, der ist mir immer nur hinterhergelaufen. Und ich konnte nicht wirklich sagen, er soll sich da hinstellen. Da kann ich dies diesmal jetzt auch machen. Hallo? Stell dich doch mal bitte dahin. Hallo? Ja, weiß ich. Gut, dann geh mal dahin. Weil einiges kann man anscheinend doch nicht alleine machen. Schön. Was ist, wenn ich jetzt runtergehe? Aha. Okay. Kann ich jetzt da noch irgendwas machen? Da passiert gar nichts. Aber zumindest kann ich ihm sagen, er soll sich da mal hinstellen. Nanu, warum kommst du jetzt? Der ist unten geblieben. Warum das denn? Was? Warum ist der jetzt unten geblieben? Das verstehe ich nicht. Kann ich denn sonst noch irgendwas machen hier? Ich weiß es nicht. Ich bin etwas, sprachlos gerade. Sonst noch etwas? Vielleicht habe ich irgendwas übersehen, ich weiß es nicht. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Nein, das will ich doch gar nicht. Mann. Ja, weg mit dir. So, jetzt ist der und jetzt geh mal da drauf, bitte. Das sieht gut aus. I wonder if indeed they truly were blessed. Where and when did they go wrong? How did they anger whatever deity that once had blessed them? Haben wir es jetzt gelöst? Schön. Okay. Okay. Ja. Na gut, dann gehen wir jetzt mal weiter. Aber warum ist jetzt die Musik weg? Das ist ja höchst mysteriös. Na gut. Warum ist es jetzt so still? Ich will Musik. Niemand weiß warum, aber David zog sich immer mehr zurück. Manche sagten, er sei krank. Also, nochmal zum Verständnis, David war der Anführer der Räuber. Ich dachte erst, ich wäre es, aber das bin ich. Oh. Ach, schön. Die Grillen zirpen. Gib deiner Mama einen Kuss. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Okay, Papa. Bin schon unterwegs. Jetzt erkenne ich's.
Das ist der Papa. Das sehe ich an dem Zeichen auf seiner Schulter. Und bin ich... Das gibt's nicht. Das muss mein Vater sein. Schon bald beschloss David, zu seinen Räubern zu sprechen. Er war tatsächlich krank. Oh. Lies mir noch eine Geschichte vor, Papa. Eine noch. Die Krankheit ist meine Stärke, sagte er und zeigte seinen Kameraden seine Muskeln. Ich werde für euch alle durchhalten, denn wir sind eine Familie. Wow. Was für ein fetter Baum, ey. Nicht schlecht. Nanu, jetzt spielt die Musik etwas verrückt. Der Weg, den David zum Treffen der anderen Räuber zurücklegte, war lange und dunkel. Aber die Liebe, die sie füreinander empfanden, half. Oh. Okay. Welche willst du denn? Die mit den Räubern in der Höhle oder mit dem magischen Wald? Oh, was ist das? Oh, da kann ich mich wieder entscheiden, wo ich lang gehe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Was ist das? Was muss ich hier machen? Was? Was machst du? Soll ich irgendwas machen? Ich weiß es nicht genau. Ich bin ein bisschen sprachlos. Warte mal. Was soll mir das sagen? Ich bin etwas Irgendwie bringt das gar nichts. Muss ich irgendwas ausmachen vielleicht oder so? Oh! Oh! Was habe ich getan? Was? Ich habe irgendwas gemacht, ich weiß es echt nicht was. Oh. Oh. Okay. Ah.
Oh! Okay. Na gut. Oh, ich glaube, der war zu hoch. Moment. Nein! Aber den einen hatte ich erwischt. Moment, dann probiere ich mal den hier. Ah! Okay, die fehlen aber noch. Moment. Aha, okay. Okay, und wahrscheinlich dann den da unten im Eck. Yes. Nanu? The signs were there. But it was so much easier to focus on the smiles instead of the eyes. Falling prey to the same deception she had once perpetrated. Sehr mysteriös. Sehr mysteriös. Boah, Alter, was für ein Wasserfall. Huch. Es leckt's kurz. Na, hoppala. Also wenn es grafisch dann doch ein bisschen anspruchsvoller wird, dann Entschuldigung, dann wird es ein bisschen hackelig, aber okay. Okay. In allen Höhlen waren aus Überreste einer vergangenen Zivilisation verstreut, die von der Kraft des menschlichen Ehrgeizes zeugten. Sehr mysteriös. Ist dein Abendessen auf, David? Aber ich fühle mich nicht gut. Moment. Du bist jetzt aber nicht der Vater von David, oder? Willst du mir die Geschichte von David erzählen? Bin ich David? Das wird ja immer verwirrender. Es ist brennend heiß. Fühle mal seine Stirn. Also das ist seine Mutter wahrscheinlich. David ist krank. Aber was hat er? In allen Höhlen waren Überreste einer vergangenen Zivilisation verschwunden. Ich war gerade mit denen. Hä? Das hatten wir doch schon. Na nun? An eine Familie glaube ich, der Liebe vertraue ich, wiederholte er immer wieder, wie ein Mantra, um seinem kranken Körper neue Kraft zu geben. Ja, Familie gibt Kraft, das stimmt. Was wäre man ohne Familie? Ja, ich rufe den Arzt an. Okay, Vater ruft den Arzt. Scheint etwas Ernsteres zu sein. Der Ort hatte etwas Magisches, Romantisches mit den Gesängen der Räuber an den Abenden. Oh. Was ist das?
Hallo? Huch! Häng hier mal ein bisschen. Schön. Schöne Bilder. Sieht aus wie die Bucht. Nanu, was ist das? Errungenschaft freigeschaltet. Mein erstes Bild. Okay. Aha. Okay, das sind Bildfragmente. Muss ich anscheinend Bildfragmente finden. Okay. Sehr interessant. Wo ist mein... Ach, da bist du, okay. Mach dir keine Sorgen, mein Schatz. Bald geht es dir wieder besser, sprach die Mutter. Es wird schon... Was? Es wird schon. Schlaf wieder ein. Oh je. Ist jetzt, ich glaube irgendwie, das wird jetzt etwas trauriger. Ich glaube, irgendwas Schlimmes ist. Niemand wusste, wie groß der Schatz war, der sich im Tresorraum am Ende der Höhlen befand. Aber niemand hielt das für wichtig. Nur Davids Gesundheit zählte. Ja... Das stimmt. Alle Schätze dieser Welt sind nichts wert, wenn man krank ist. Und der Vater. Du solltest dich ausruhen, mein Liebling. Ich werde bei ihm bleiben. Oh. Was ist das? Nanu? Was sind das für Bücher? Haben die was zu bedeuten? Was war das denn jetzt? Sehr mysteriös. Vater, mache dir nicht so viele Sorgen. Ich bin mir sicher, es ist nichts Schlimmes. Puh. Sie blieben dort, noch lange nachdem David gestorben war und der Grund für ihr Dortsein verschwunden war. Was, David ist gestorben? Ach nee. Was? Liebling, der Arzt hat angerufen. Es sind schlechte Nachrichten. Die Prognose. Oh je. Oh je. Sie waren eine Familie und Familien bleiben zusammen, egal wie das Ende aussieht. Ja, so sollte es sein. Oh. Wahnsinn. Schon wieder ein neues Rätsel. Hier komme ich nicht weiter. Ach, wahrscheinlich muss ich da runter. Gut.
Das finde ich jetzt sehr interessant. David war krank. David ist am Ende dann anscheinend gestorben. Vater und Mutter hatten alles versucht. Oh, das ist jetzt schon ein bisschen traurig. Aber andererseits will ich natürlich wissen, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr natürlich auch. Und sagt danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und sage, ja, tschüss. Macht's gut.